Hey, lass das. Ich bin stolz auf dich. Uff, das sind zwei Sätze, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber sie prägen uns. Und in dieser Folge werden wir dir die fünf Lügen mit auf den Weg geben, damit du verstehst, was in deiner Vergangenheit dazu geführt hat, dass dein Selbstbewusstsein heute so ist, wie es ist. Denn Eltern, Lehrer, die Menschen, die auf uns hätten aufpassen sollen, haben uns in der Vergangenheit einfach Dinge gesagt, die einen echt harten Impact auf unser Leben hatten. Und damit du verstehst, wie es dazu gekommen ist, dass dein Selbstbewusstsein aktuell so ist, wie es ist, und wie du auch dein Selbstbewusstsein stärkst, verbesserst, musst du verstehen, wie das gekommen ist. Deswegen wirst du in dieser Folge die fünf Lügen erfahren, die dein Selbstbewusstsein zerstört haben und natürlich dann auch den Weg daraus, damit du selbstbestimmter leben kannst, damit du voller Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auch auf Frauen zugehen kannst, damit du zu dir selber und zu deinen Bedürfnissen stehen kannst, Grenzen aufzeigen kannst. Ja? All das, was wichtig ist von einem charismatischen Mann, der für seine Mitmenschen da sein will. Ein Mann mit Herz und mit Verstand. Und ich muss mich leider, will mich jetzt gleich entschuldigen, denn ich habe fantastische Nachrichten, liebe Männer. Und zwar jetzt gerade nicht mehr, jetzt bin ich wieder hier, aber als die Folge aufgenommen wurde, war ich gerade im Urlaub mit meiner Freundin, meiner Partnerin, mit der ich seit über 9,5 Jahren zusammen bin. Und am letzten Mittwoch bin ich dann auf unserem Balkon, als wir gerade, ach, wir hatten einen so wunderschönen Tag. Und es ging gerade in die Abendstunden rein und die Sonne hat sich gesetzt und wir haben das Meer gesehen und sie stand gerade da und sie sah so wunderschön aus. Und dann bin ich schnell rein, habe etwas geholt, kam wieder zurück und dann bin ich vor ihr auf die Knie gegangen und habe gesagt, ich habe noch nie eine Frau so sehr geliebt wie dich. Möchtest du mich heiraten? Und sie hat Nein gesagt. Nein, Quatsch. Natürlich, sie hat ja gesagt und ich war so verrückt. Wir sind so lange schon zusammen und dennoch war ich so nervös. Du glaubst gar nicht, wie nervös ich war. Ich hab geschwitzt. Sie hat auch gesagt, willst du noch einen Drink? Weil ich so nervös war. Sie hat keine Ahnung gehabt, warum. Meine Güte. Und es war super emotional. Es war wunderschön. Es war der Hammer. Sie hat gesagt, es war der perfekte Moment. Ja, mein Lieber. Das ist passiert in meinem Leben jetzt gerade. Große, große Wendung. Ich sag dir eins, es fühlt sich auch ganz anders an. Garantiert. Es ist eine neue Tiefe, ein neues Level an Commitment und ein Versprechen, das du einem anderen Menschen gibst, dass das wirklich alles in ein anderes Licht setzt. Und ich will dir einfach nur sagen, dass egal, wo du gerade stehst mit deinem Selbstbewusstsein, wenn du Zweifel hast an dir, wovon ich ausgehe, weil wir das alle immer wieder mal haben. Und gerade wenn du noch nicht den Erfolg bei Frauen hast, den du dir wünschst, dann sind die Zweifel manchmal echt stark. Und ich will dir sagen, ich weiß, wie das ist. Wenn du glaubst, es wird nicht besser, du hast keine Ahnung, wie es besser werden soll, fühlst dich alleingelassen, keiner kann dir wirklich helfen, du traust dich nicht mal, um Hilfe zu fragen, weil es ein Thema ist, das echt peinlich ist. Peinlich, es ist natürlich nicht peinlich, aber wir glauben, dass es peinlich sei. Ja, aber es ist nicht peinlich. Ja. Es ist sehr menschlich und natürlich. Und ich weiß noch, als ich in der Schule im Klassenjahrbuch von über 100 Mitschülern ja, bei einer Misswahl und Misterwahl, sie haben da so Bilder gedruckt von den Mitschülern und Mitschülerinnen und haben da eingeschrieben, Mrs. zukünftiges Germany's Next Topmodel oder Mr. zukünftiger Bundeskanzler. Und unter all diesen Leuten wurde ich auserkoren als Mr. Freak und Mr. Psycho. Ja, für alle zum Sehen, alle zum Einsehen, das bin ich, das ist der Andi, Mr. Psycho, Mr. Freak, haben die anderen gewählt. Das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, wenn du. Ich wurde in meiner Kindheit ständig verprügelt in der Schule. Ständig. Mir wurden Zahn rausgekickt. Es ist nicht leicht, wenn du aus so einer Situation kommst, wenn dein Selbstbewusstsein angeknackst ist, daraus zu wachsen und dir eine neue Identität, eine neue Zukunft, ein neues Kapitel, verdammt nochmal, ein ganz neues Buch in deinem Leben aufzuschlagen, dass du so schreiben möchtest, wie du es willst, mit wunderschönen Kapiteln mit Frauen, auf die du zurückblicken kannst, wenn du irgendwann mal das Buch wieder aufmachst
Und du sagst, das war ein Leben, das sich gelohnt hat. Das war der Hammer. Und jedes Kapitel mit jeder Frau war einfach ein Abenteuer, das ich niemals missen möchte. So ist es jedenfalls bei mir. Und dieses neue Kapitel, auf das freue ich mich ganz besonders mit dieser Frau. Und mit den Frauen, die noch kommen werden, auf andere Weise, ganz genauso. Aber dass diese Enge, diese Vertrautheit, diese Nähe, die lässt sich mit keiner anderen Erfahrung, die ich jemals mit Frauen gemacht habe, aufwiegen. Und ich will dir nur sagen, das ist möglich, es ist machbar, auch wenn du da noch echt an dir zweifelst. Glaub mir, auch du kannst das packen. Wir schaffen das im Coaching jeden Tag. Da siehst du ganz viele Bilder von glücklichen Teilnehmern mit ihren Freundinnen, mit ihren Partnern, mit den Frauen, die sie entlang dieser Reise im Coaching kennengelernt haben und erobert haben. Und das schaffst du auch, ja. Auch wenn du dich jetzt noch nicht traust. Ich glaube an dich, 100%. Ja, dafür stehen wir mit unserem Namen. Herzlich willkommen beim Freundin finden Podcast. Und ich gebe jetzt ab, nach dieser großen Ankündigung, für mich jedenfalls sehr groß, keine Ahnung, ob du sie groß findest, aber du kannst mir in den Kommentaren Bescheid sagen, ob das zu viel Gelaber war. Gebe ich jetzt ab an unseren Selbstbewusstseinsexperten Dominik van Aave, der wirklich für diese Männer, die bei uns auch im Coaching sind, das Selbstbewusstsein auf ein ganz neues, nachhaltiges Level anhebt. Und er wird dir jetzt die 5 Lügen, die dein Selbstbewusstsein zerstört haben, erzählen und auch den Weg daraus. Also bleib gespannt, die vierte Lüge, die hat mir ganz besonders wieder etwas in Erinnerung gerufen. Also freue dich auf eine geile Folge. In der heutigen Folge gebe ich dir die 5 Lügen mit, die deinem Selbstbewusstsein geschadet haben. Die hast du als Kind gehört, die hast du gehört, als du aufgewachsen bist, und die hast du wahrscheinlich einfach so aufgenommen, ohne sie zu hinterfragen. Und das, was ich dir heute mitgebe, diese 5 Lügen, das sind Sätze, Redewendungen, Sachen, die Menschen in deiner Gegenwart zu dir einfach mal so gesagt haben, ohne drüber nachzudenken, die aber dafür gesorgt haben, weil Worte entsprechend ein Kommunikationsmittel sind, oh Wunder, die entsprechend in unserer Jugend- oder Kinderseele dann auch entsprechend etwas ausgelöst haben. Ja, und diese Worte, ich möchte damit niemandem irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, Eltern, Lehrer oder wer auch immer das zu dir gesagt hat, dieser Mensch hatte etwas Böses in der Absicht, hatte etwas Böses im Schilde geführt und wollte dir wehtun. Absolut nicht. Also erstmal, die Personen, die das gesagt haben, wussten es wahrscheinlich nicht besser. Und vieles davon ist so, oder einiges davon ist so im Volksmund, dass wir irgendwie gar nicht drüber nachdenken. Und dann, wenn die Situation passt, dann hauen wir. Und wenn ich wir sage, dann meine ich ab sofort du nicht mehr. Dann hauen wir das einfach so heraus, ohne halt entsprechend drüber nachzudenken und ohne drüber nachzudenken, was diese Nachricht in dem anderen auslöst. Ja, und wie gesagt, das machst du ab sofort hoffentlich nicht mehr, denn ich werde dir diese 5 Lügen heute einmal mitgeben und dann entsprechend auch hier und da tiefer eintauchen, um dir zu erklären, warum das nicht so gut ist, wenn du da schon direkt beim Hören dieser Lüge, dieses Satzes nicht drauf gekommen bist. Also, legen wir los. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich war so um die 4, 5 Jahre alt. Und ich war mit meinen Eltern und mit meinen Cousins im Garten meiner Großeltern. Und es war Sommer, wir haben da rumgespielt. Und unsere Eltern, so die Erwachsenen, haben sich da so unterhalten. So am Tisch so, und haben nebenbei auch so gegrillt und haben dann was getrunken und so weiter. Und die haben dann eine ganz aufgeladene, emotional aufgeladene, hitzige Diskussion geführt. Und dann war ich neugierig. Und dann bin ich da so hingetapert. Und habe dann meine Mutter gefragt, so, worüber redet ihr, worum geht's, sowas in der Art. Und meine Schwester, die dann dabei war, meine Schwester ist um einiges älter, die hat dann zu mir gesagt, du darfst zwar alles essen, aber nicht alles wissen. Und meine Schwester, weil sie halt ein gutes Stück älter war als ich, habe ich entsprechend als Erwachsenen angesehen. So, die wusste, wie das Ganze jetzt funktioniert, wie das Leben funktioniert, und ich habe auf sie gehört. Und es hat auch niemand der anderen, meine Eltern, meiner Familie und so weiter, niemand der anderen hat dann gesagt, so,
Nee, nee, das, hier, wir erklären dir das. Nee, der Satz war, den ich dann auch öfter gehört habe, also auch dann im Laufe meiner Grundschulzeit von Lehrern und auch immer mal wieder, war der Satz, du darfst zwar alles essen, aber nicht alles wissen. Und da ist natürlich eine witzige Rhetorik bei, aber also, dass wir alles essen dürfen, aber nicht alles wissen dürfen, so, ist ja, es reimt sich, ist eine witzige Rhetorik dabei und so weiter. Aber das bedeutet, dass wir als Person das nicht, wir dürfen gewisse Sachen nicht wissen. Wir sind zu dumm, um diese Sachen zu verstehen. Oder wir dürfen einfach diese Sachen, dieses Wissen ist für andere, nicht für uns. Wir sind eine Minderheit, wir sind ausgeschlossen, wir gehören nicht dazu. Wir haben zwar gedacht, dass wir vielleicht in der Schule, in diese Klasse gehören oder in der Familie, in diese Familie gehören, doch dann bekommen wir so einen Satz gehört, du darfst zwar alles essen, aber nicht alles wissen. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, in der einen oder anderen Form. Denn ein ganz anderer Satz, der ähnliche Konsequenzen hat, der aber auch weiterreichende Konsequenzen hat, ist, das erklären wir dir, wenn du groß bist. Oder das erkläre ich dir, wenn du groß bist. Und das war meistens so, wenn ich mich daran erinnere, wenn ich diesen Satz gehört habe, dann hat irgendwie irgendeiner der Erwachsenen damals irgendeine sexuelle Bemerkung gemacht oder sowas. Und dann habe ich gefragt, verstehe ich nicht, erklär mal, was ist das? Und dann kam dann diese Erklärung oder dieser Satz. Das erklären wir dir, wenn du groß bist. Und es ist dann kein Wunder, dass wir, also als Kinder sind wir schon, wir wissen, dass es so etwas wie Sex gibt. Und wir wissen, dass wenn, aufgrund des Kontextes wissen wir, dass es so etwas, dass es vielleicht um so etwas ging. Aber was wir dann hören, ist, Sex ist für Erwachsene. Sex ist jetzt noch nicht für dich. Sex ist etwas, worüber du nichts wissen darfst. Das ist etwas Geheimnis, Geheimnisvolles. Das ist etwas Verbotenes vielleicht. Das darfst du erst wissen, wenn du auch dazugehörst, wenn du auch erwachsen bist. Das erklären wir dir später. Du bist noch zu doof, das zu verstehen. Und mal ganz ausgeklammert, ob jetzt du als Kind das verstanden hättest oder nicht, oder ob das jetzt eine gute Sache gewesen wäre oder nicht. Es geht einzig und allein erstmal um die Art und Weise, wie wir diese Sätze hören, die unserem Selbstbewusstsein schaden. Denn was haben diese beiden Sätze gemein? Diese beiden Sätze sagen, dass wir nicht neugierig sein dürfen, dass wir nicht dazugehören. Und vor allem Neugier ist genau das, was in uns Fragen entstehen lässt. Und wir brauchen Fragen, um die Welt um uns zu verstehen. Aber wenn wir immer wieder hören, das erkläre ich dir später, oder du darfst zwar alles essen, aber nicht alles wissen, nur weil das gerade eine unbequeme Frage für jemanden war und wir als Kind dann sowieso sehr autoritätshörig sind. Das heißt, wir haben von unseren, eine Familie ist im Prinzip eine Autokratie. Ja? Also wir wachsen als Kind auf oder kommen als Kind in diese Familie und unsere Eltern sagen uns, was wir zu tun haben. Wir haben dann nicht viel Mitbestimmungsrecht. Und das Gleiche wiederholt sich dann natürlich in der Schule. Autokratien. Das ist, der Lehrer sagt, was zu machen ist. Und dann hat der Lehrer dann auch noch Rückhalt von den Eltern. Und beides, in beide Richtungen und so weiter. Ich sage nicht, dass es irgendwie schlecht ist und ich sage auch nicht, dass ich ein besseres System habe. Ich sage nur, was das für uns als Kind bedeutet. Denn was wir damit lernen, ist, dass wir bis zu einem gewissen Punkt, wir dürfen Fragen stellen, wir dürfen neugierig sein, wir dürfen spielen, aber dann ab einem gewissen Punkt, bis zu einer gewissen Linie, dürfen wir das nicht mehr. Und dann ist das verboten. Und niemand hat uns diese Memo gegeben und niemand hat uns gesagt, so bis hierhin darfst du das machen und jetzt nicht mehr. Und genau das ist so irritierend für uns. Wir wissen dann nicht, wie wir die Welt verstehen sollen, wie wir jetzt umgehen sollen mit unserer Neugier. Und wir lernen dann, dass unsere Neugier, unser Wissensdrang, uns selbst in den Mittelpunkt dann auch damit zu stellen und Informationen einzuholen, falsch ist. Wir lernen dann dadurch, jetzt zum Beispiel auch mit dem Beispiel von, das erkläre ich dir, wenn du groß bist, wir lernen dann dadurch eventuell, dass Sex etwas Schlechtes ist. Und dann werden wir aber älter und dann irgendwann
finden wir uns in einem Körper wieder, der das andere Geschlecht begehrt. So, jetzt in deinem Fall, du bist ein Mann, der Frauen kennenlernen möchte, der eine Freundin finden möchte. Und du hast dann vielleicht genau diese Sätze gehört. Du hast vielleicht einige andere Informationen bekommen in deiner Jugend, dass Sex etwas Schlechtes ist. Und plötzlich bist du erwachsen. Das ist halt das Ding. Es ist, wir haben keine große Initiation in unserem Leben, kein großes Event, wie es einige Naturvölker zum Beispiel noch haben, kein großes Event in unserem Leben, wo wir dann nach diesem Event, so zum Beispiel nachdem wir das Monster im Wald erlegt haben und so weiter, nach Hause kommen und dann plötzlich als Erwachsener gelten. Sondern wir wachen eines Morgens auf und tada, da ist Post vom Finanzamt. Hier ist, keine Ahnung, deine Steuernummer, aber die bekommen ja Kinder schon. So, auf einmal dürfen wir Verträge eingehen. Auf einmal müssen wir Sachen unterschreiben. Auf einmal haben wir Verantwortung. Hatten wir gestern nicht. Wo ist der Unterschied? All die 17 Jahre davor, beziehungsweise all die 18 Jahre davor, die wir abends ins Bett gegangen sind und morgens aufgewacht sind, hatten wir keine Verantwortung. Diese eine Nacht sollte das jetzt alles verändern. Wo ist der Unterschied? Und das ist entsprechend, weil wir nicht dieses Event haben, nicht diese Initiation haben, sind wir alle immer noch genau dieses Kind. Wir sind einfach nur älter geworden. Und plötzlich, so bist du vielleicht Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 und hast immer noch das Problem, dass du denkst, dass du fühlst und die Sorge hast, dass Sex etwas Schlechtes ist. Das heißt auch dann entsprechend, Frauen zu begehren, etwas Schlechtes ist. Und dann ist es kein Wunder, dass du dich da so zurückhältst, weil du als Kind gehört hast, dass du keine Fragen stellen darfst. Das heißt, du musst Sachen wissen im Vorfeld, du darfst aber nicht Fragen stellen. Und wahrscheinlich, dass Dinge dir einfach erklärt werden, wenn du später, wenn du groß bist, zum Beispiel Sex. Lüge Nummer 2. Das ist etwas, worüber wir in diesem Podcast sehr oft bisher gesprochen haben. Das heißt nicht, dass sie nicht nochmal thematisiert werden darf, eben weil es so wichtig ist. So. Deutschland ist, und damit auch Österreich und die Schweiz und wahrscheinlich auch Dänemark, wahrscheinlich auch Holland, who knows, ist, also Deutschland, Österreich und Schweiz, sind herophobe Staaten. So, das ist nicht die Lüge, das ist so. Herophob bedeutet, also Heros, der Held, also etwas, was, oder jemand, der jetzt in diesem Fall, jetzt auch für dieses Beispiel, hervorsticht, der seinen Weg geht, der etwas tut für sich in seinem Leben. Und Phobia ist die Angst. Also Herophob bedeutet die Angst vor dem Helden. Und das ist entsprechend der deutschsprachige Raum. Wir haben noch andere Kulturen, so Japan, Australien, Großbritannien. Das sind herophobe, auch herophobe Kulturen, herophobe Staaten. Wahrscheinlich auch China. Die USA nicht so, weil da entsprechend, da hast du genau das Gegenteil davon. Da hast du gerade diese Story from Rags to Riches, also vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist entsprechend genau die Heldengeschichte. Ja? Also du warst jemand, der aus der untersten Schicht kam, also die schönsten Geschichten entsprechend, die schönsten Heldengeschichten sind ja im Prinzip, ich war pleite und habe auf der Straße gelebt und jetzt bin ich reich und habe ein Haus. So, das sind entsprechend die Heldengeschichten, die du aus den USA so kennst. So, aber der deutschsprachige Raum, darum geht's. So. Lügen, die wir gehört haben, mit denen wir einfach so aufgewachsen sind, die unser Selbstbewusstsein zerstört haben und die wir uns einfach immer noch so weitererzählen und du hoffentlich, wie gesagt, nicht mehr, sind, bleib mal auf dem Teppich. Lass mal die Kirche im Dorf. Im Prinzip solche Sachen wie, spiel dich nicht so auf, so komm mal wieder runter und auch träum weiter. Also, das sind jetzt nicht unbedingt alles Sprichwörter, aber gerade so dieses, bleib mal auf dem Teppich, lass mal die Kirche im Dorf. Diese
diese Sprichwörter, die kennst du bestimmt. Die hast du bestimmt schon tausendmal gesagt und hast sie nie hinterfragt. Was bedeutet das aber? Wir sagen damit jemandem, der etwas anders machen möchte, der sein Leben in die Hand nehmen möchte, der groß denkt, dem sagen wir dann so, lass mal die Kirche im Dorf. Ja? Das ist das Schlimmste, was du jemandem sagen kannst, der gerade vielleicht sein eigenes Business aufbauen möchte, der etwas anders machen möchte, der vielleicht gerade, obwohl du ihm jahrelang schon gesagt hast, dass er nicht neugierig sein darf und dass er nicht nach vorne preschen darf, der dann mal seinen Mut zusammennimmt und dir dann erzählt, ich habe diesen Plan, ich will die Welt verändern, ich will die Welt zu einem besseren Ort machen und so weiter. Hier, ich habe voll die krasse Idee, ich will genau das umsetzen. Und dem sagst du dann, lass mal die Kirche im Dorf oder bleib mal auf dem Teppich. Du bist nicht so toll, wie du denkst. Warum? Weil wir Angst haben, dass jemand besser ist als wir? Dann ist das doch unser Problem. Warum sollten wir jemand anderen dafür niedermachen? Und das ist jetzt eine rhetorische Frage, weil die Antwort liegt auf der Hand, warum wir das machen. Weil wir selber haben Angst davor oder haben uns entsprechend von der Angst leiten lassen. Wir haben nicht den Mut gehabt. Wir haben die Ideen gehabt. Jeder von euch, du, hattest zigtausend Ideen in deinem Leben, die du nicht umgesetzt hast. Du hattest zigtausend Impulse, mal was zu tun. Zum Beispiel die Frau da vorne anzusprechen, die dir so gut gefallen hat. Hast du nicht gemacht. Und dann siehst du jemanden, der das macht. Da meldet sich dein Ego. Dann wirst du neidisch. Dann wirst du eifersüchtig. Dann willst du im Vorfeld diesen Menschen entmutigen, ihm den Mut nehmen und hoffen damit, dass er es nicht macht, damit du selber dein Gesicht wahren kannst. Ich meine jetzt nicht dich persönlich. Du bist wahrscheinlich ein ganz liebevoller Engel und hast sowas noch nie getan. Hoffentlich tust du es nach diesem Podcast nicht mehr. Das ist das Schlimmste. Wir glauben, dass Erfolg, Geld, Liebe, was auch immer, was wir auch immer als unser großes Ziel sehen, in einer begrenzten Menge verfügbar ist. Aber diese drei Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, Erfolg, Geld und Liebe, sind formlos und Energie. Also Erfolg sieht erstmal für jeden anders aus und Geld ist eine Energie, Liebe ist eine Energie, die sind endlos, endlos verfügbar. Und wir glauben dann, dass wir, wenn wir dann jemanden entmutigen und unten halten, ja, Unterhaltung kommt entsprechend auch davon. Unterhaltung wurde geschaffen, um den Pöbel unten zu halten, damit er nicht aufbegehrt. Ja. So, wir glauben dann, dass wir, wenn wir diesen Menschen zurückhalten, dass wir dann besser dastehen. Aus irgendeinem magischen Grund, dass wir dann, weil er seinen Erfolg nicht erreicht hat, weil wir ihm verhindern konnten, seinen Erfolg zu erreichen, dass es dann auch uns besser geht. Aber eigentlich sind wir damit nur konfrontiert mit unserer eigenen Feigheit, mit unserer eigenen Unzulänglichkeit, wollte ich gerade sagen, aber im Prinzip ist es das nicht. Wir haben alle ein extrem großes Potenzial. Und das Schöne daran ist, Dinge, die dich triggern, also eine Emotion in dir auslösen, wenn du jemanden siehst, der die Frau anspricht, die du gerade ansprechen wolltest oder dich nicht getraut hast, sie anzusprechen, dass du eine Emotion darüber hast und sagst, oh, so ein Idiot und was auch immer, oder du wirst eifersüchtig oder was auch immer. Das sagt über dich aus, dass du das auch kannst, dass das dein Weg ist. Jemand anderes, dein bester Kumpel, mit dem du gerade da bist, der das auch sieht, der da überhaupt keine Berührungspunkte zu hat, den interessiert das nicht. Der wird auch niemals eine Frau auf der Straße ansprechen. Also vielleicht wird er das machen, aber das wird er dann einfach so machen und vielleicht wird er was draus, vielleicht auch nicht, aber er geht nicht mit dem Gedanken da rein, dass er das machen müsste, um sie kennenzulernen, weil das auch nicht in seiner Realität ist. Da du dich damit beschäftigst, so zum Beispiel diesen Podcast hier zu hören, das Video zu schauen oder was auch immer, und wahrscheinlich auch andere Podcasts und Videos schaust und Bücher liest und so weiter, weißt du, dass es möglich ist. Und das weißt du nur, weil du das Potenzial dazu hast, das zu meistern. Jemand anderes, der sich dafür nicht interessiert, hat auch nicht das Potenzial, das zu meistern.
Das können wir erschaffen. Das können wir durch Verlangen erschaffen, durch Schmerz erschaffen. Also nicht wir, sondern jeder macht das selber für sich. Aber da du schon an dieser Stelle bist und dich damit beschäftigst, steht zwischen dir und dem Erreichen dieser Meisterschaft und entsprechend dem Erreichen deines Ziels nur der Punkt, dass du dich immer wieder, dass du immer wieder dein Ego überwinden musst. Da ist Angst, deine Angst überwinden, deinen Neid überwinden, deine Eifersucht überwinden, deinen Wut auf andere überwinden und vor allem erstmal dich damit befreunden darfst, dass du dein Gesicht nicht verlierst, dass sich niemand dafür interessiert, ob du gerade dein Gesicht wahrst oder verlierst. Ja, das ist einfach nur dein Ego, was dich schützen möchte, nicht vom Säbelzahntiger gefressen zu werden. Und diese Angst ist es, wenn wir jemandem sagen, lass mal die Kirche im Dorf, bleib mal auf dem Teppich, träum weiter. Ja, genau, träum weiter. Wir glauben das dann, wenn wir dann diese Sätze hören, dass wir dann danach handeln und wir glauben dann solche Sachen wie, ja, aber ich darf ja nicht zu selbstbewusst sein. Ganz oft, das ist mir in Deutschland passiert, also nachdem ich ins Ausland, ins internationale, also englisch sprechende Ausland gezogen bin, ist mir das nicht mehr passiert. Das ist mir sehr stark in Deutschland passiert, wenn ich jemandem erzählt habe, dass ich Menschen dabei helfe, selbstbewusster zu werden, dann war in 90% der Fälle die Antwort von Menschen, die damit halt keine Berührungspunkte hatten, also entsprechend Fremde, die mir dann diese Frage gestellt haben, die haben auf meine Aussage, dass ich Menschen dabei helfe, selbstbewusster zu werden, die haben dann gesagt, ja, aber man kann ja auch zu viel Selbstbewusstsein haben, ne? Da muss man ja schon vorsichtig sein. Was? Nein, kann man nicht. In welcher Welt gibt es zu viel Selbstbewusstsein? In welcher Welt gibt es zu viel, ich fühle mich so gut in meinem Körper, dass ich dir was davon abgeben möchte? In welcher Welt gibt es zu viel Liebe? In welcher Welt gibt es zu viel Selbstwert? In welcher Welt gibt es zu viel Selbstwert, dass ich sage, hier, bis hierhin ist die Grenze und nicht weiter? Das alles, dieser Satz, aber es gibt ja auch zu viel Selbstbewusstsein, da muss man vorsichtig sein, ist die Angst davor, als arrogant zu gelten, weil man die Kirche nicht im Dorf lässt, weil man unter die Kirche einen Raketenantrieb baut und damit zum Mond fliegt. Die Angst davor, als arrogant zu gelten, weil wir gehört haben, dass wenn wir arrogant sind, uns niemand mehr mag. Und aufgrund dessen versuchen wir uns irgendwie anzupassen, eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen, die uns langsam aber sicher ausbrennt, weil wir eine Rolle spielen, die wir nicht sind. Wenn wir Sätze hören wie träum weiter, dann bitte, träum weiter. Ein Traum ist genau das, was dich antreibt. Keiner wacht in der Nacht auf nach einem schönen Traum und sagt so, oh, verdammt, jetzt hatte ich schon wieder so einen schönen Traum. Das ärgert mich richtig. Finde ich voll kacke. Ich hätte lieber richtige Albträume. Oder ich würde lieber in der Nacht, wenn ich träume, statt diese schönen Träume, würde ich lieber eine Steuererklärung machen. Oder würde lieber darüber nachdenken, wie ich mein Leben jemand anderem zur Verfügung stelle und keinen Dank dafür bekomme. Und ich würde lieber träumen darüber, dass ich mein Leben bereue und nach den Vorstellungen eines anderen lebe. Sagt niemand. Träum weiter ist die Aufforderung, bitte weiter zu träumen und größer zu träumen. Wir bewundern dann solche Leute wie Elon Musk, Steve Jobs und wie sie alle heißen, dafür, dass die so herausragend sind, dass sie sowas geschaffen haben und so weiter. Und völlig egal, ob du jetzt von den Personen, die ich genannt habe, was du jetzt von ihnen denkst. Sie haben eine große Followerschaft, also viele Menschen folgen ihnen, weil sie nicht nach der Norm spielen. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Das kannst du auch. Du kannst das auch. Die Frage ist nur, warum versteckst du dich?
Wir machen oft Sachen, ich habe das schon mal erwähnt in einer anderen Episode, wir verfolgen oft Sachen, wir machen oft Sachen, wir setzen uns Ziele, weil wir glauben, dass wir das wollen, die Sachen, deren Ziele wir uns gesetzt haben. Woher weißt du, was du willst? Ernsthafte Frage, woher weißt du, was du willst? Ist das, was du willst, wirklich, kommt das aus dir? Oder willst du das, weil du das bei Menschen gesehen hast, die ähnlich sind wie du? Oder weil du das in Medien gesehen hast, dass du das haben wollen solltest? Wenn wir wirklich anfangen zu träumen und die Kirche nicht mehr im Dorf lassen, werden wir ganz schnell herausfinden, was unser Potenzial ist und was wir wirklich im Leben wollen. Und dann werden wir einfach machen. All die Männer da draußen, ihr Männer, die sagt, oh, ich habe keine Mission im Leben, ich brauche unbedingt eine Mission im Leben, fangt an, die Kirche nicht mehr im Dorf zu lassen und fangt an, nicht mehr auf dem Teppich zu bleiben. Denkt größer, träumt größer und lebt euer Potenzial. Mir fällt dazu noch eine weitere Geschichte ein. Und einen weiteren Satz. Den können wir so als Satz 2.1 oder 2b hier mal mit aufnehmen. Das heißt, es werden mehr als 5 Lügen. Mist. So, und das war nach meiner Schulzeit. So, nachdem ich mein Abi gemacht habe, habe ich ein Jahr lang entsprechend so im paritätischen Dienst gearbeitet und habe alte Menschen und Behinderte betreut und hatte aber auch einen 10-jährigen Jungen, der war in der 5. Klasse oder so, 4., 5. Klasse, 5., glaube ich. Und der war man sagt heute, auf dem Spektrum. Das heißt, früher hat man dazu Asperger-Syndrom gesagt. Heute ist er entsprechend hat er Autism Spectrum Disorder, also autistisches Spektrum Disorder. Ja. Und leicht. Ja, also ich habe ihn entsprechend nach der Schule betreut und meine Aufgabe war einfach nur, also nach meiner Schulzeit betreut, in der Schule bei ihm, in seiner Schulzeit. Und meine Aufgabe war, bei ihm zu sitzen, hinter ihm zu sitzen, während er in der Schule sitzt und sollte ihn ermahnen, damit er aufpasst und so weiter und ihm dann eventuell helfen, sich auf den Stoff zu konzentrieren und so weiter. Er hat gar nicht so viel gemacht. So, also er hat gar nicht so viel meine Aufmerksamkeit benötigt. Ich habe in der Zeit extrem viele Bücher gelesen, das war ganz cool. Aber ich erinnere mich an einen besonderen Tag. Das war so mitten im Jahr, so mitten in der ersten Hälfte des Jahres. Und die Klasse hat gerade in der Stunde davor, das war Kunstunterricht, und die Klasse hat gerade in der Stunde davor ihre Bilder fertig gemacht. Sie haben entsprechend irgendwas gemalt im Kunstunterricht. Und die Lehrerin hat zu Beginn der Stunde dann die Bilder an die Tafel geklebt. Von jedem der, keine Ahnung, 22 Schüler. Und dann hat sie der Klasse eine Aufgabe gegeben. Sie hat gesagt, ich möchte, dass ihr euch jetzt die Bilder anschaut und dann das Beste auswählt. Ich möchte, dass ihr sagt, welches das beste Bild ist. Auch besonders, wenn ihr sagt, dass euer Bild das Beste ist. Ich möchte dann, dass ihr sagt, mein Bild ist das Beste, finde ich. Und wie aus der Pistole geschossen, hat einer der anderen Jungs in der Klasse gesagt, aber Eigenlob stinkt. Und die Lehrerin hat dann was gesagt, so, da habe ich mein Buch weggelegt, zugeklappt und habe gesagt, so, wow, das ist der Wahnsinn. Was sie dann gesagt hat, sie hat dann entsprechend sich dahingestellt vor die Klasse und hat gesagt, ich wiederhole mich nochmal. Wenn jemand sagt, dass sein Bild das Beste ist, dann hat er auch das Recht, das zu sagen. Das fand ich furchtbar geil. Und ich fand es vor allem auch sehr schockierend, dass der 10-jährige Junge, der hat keine Ahnung gehabt, wovon er spricht. Er hat einfach das wiederholt.
was ihm seine Eltern vielleicht schon die ganze Zeit gesagt haben, was er von anderen Lehrern gehört hat, was er in der Gesellschaft gehört hat. Diese Lüge, die sein Selbstbewusstsein wahrscheinlich für den Rest seines Lebens geschadet hätte, wäre nicht diese coole Lehrerin da vorne gewesen, die gesagt hätte, nein, wenn jemand sagt, dass sein Bild das Beste ist, dann hat er alles Recht, das zu sagen. Eigenlob stinkt, ist eine Lüge. Und das einfach jetzt nochmal als Anhang zu dem Punkt der Arroganz, die wir gerade besprochen haben. Lüge Nummer drei. Die Lüge Nummer drei ist eine Lüge, die dafür gesorgt hat, dass es meiner Meinung nach, und ich habe keine Ahnung von nichts, meiner Meinung nach so viel toxische Maskulinität da draußen gibt. Und ich mache das Ganze jetzt schon seit 13 Jahren. Fast. Etwas über 12 Jahre. So, wollen wir nicht übertreiben hier, ne? So, etwas über 12 Jahre. Und seit, also Männern dabei helfen oder Menschen dabei helfen, selbstbewusster zu werden. Und seit Beginn gab es eine Gruppe von Menschen, und die ist jetzt sehr stark gewachsen in den letzten 10 Jahren, die sich schämt, Emotionen zu zeigen. Und dann entsprechend das auf die witzigste Art und Weise unterdrücken muss. Und dann gibt es da irgendwelche Gestalten, die sehr viel Reichtum angehäuft haben heutzutage und ihre Minions Werbung für sie machen lassen und die dann sich selbst einsperren lassen, weil sie irgendwas Menschen verschleppen und Frauen degradieren und so weiter und aufgrund einer Pizzaschachtel sich einsperren lassen. Wenn du nicht weißt, von wem ich rede, ist auch völlig okay. Ich glaube ja, dass dieser Typ Satire ist. Ich glaube, der meint das gar nicht ernst. Niemand kann so fern von der Realität sein und das ernst meinen. Ich glaube, das ist eine Rolle, die er spielt und das ist Satire. Ja. Anyway, die Lüge, mit der wir konfrontiert worden sind als Kinder, ist, Jungen weinen nicht. Oder auch, ich erinnere mich noch sehr stark daran, so im Kindergarten, so wenn ich mal von der Schaukel gefallen bin, mir die Knie aufgeschabt habe oder sowas und dann da saß und geheult habe, dann haben gewisse Erzieher oder was auch immer oder auch andere Kinder oder was auch immer dann zu mir gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich glaube, das war auch gerade so ein Modespruch, weil ich glaube, irgendwie ein paar Jahre vorher oder so, ein Jahr vorher ist irgendein Winnetou-Film rausgekommen und dann wurde das da gesagt oder so, keine Ahnung, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aber das hat sich so zum geflügelten Wort entwickelt in der deutschen Mentalität. Ein Indianer kennt keinen Schmerz oder auch entsprechend Jungen weinen nicht. Und das haben wir entsprechend gehört, das haben wir mitbekommen entsprechend von unseren Eltern. Wir haben unsere Väter wahrscheinlich nie weinen sehen. Wir haben unsere Großväter nie weinen sehen. Und die haben wahrscheinlich auch ihre Väter und Großväter nie weinen sehen. Nur dann, wenn sie halt komplett gebrochen waren oder sowas. Und dann hatte es sowas so Nobles an sich aus den Geschichten, sowas Romantisches. Ja, der war komplett am Boden und dann war das auch okay, dass der mal geweint hat. Und das sind auch genau die Sätze, die ich von Männern höre, zum Beispiel auch in der Flirtable- und Charisma-Analyse, wenn wir darüber sprechen, dass sie eingeschlossene Emotionen haben, dass sie dann genau solche Sachen sagen. Also Flirttyp, flirtanalyse.de, ja, klick auf den Link oder trag dich ein, dann sprechen wir mal miteinander. Und das sind dann so Sätze, die ich dann auch von ihnen höre. Ja, das, ein Mann darf ja nur dann weinen, wenn, das ist okay, wenn ein Mann weint, wenn er richtig am Boden ist. Und, oder auch so Sätze wie, ja, ich bin jetzt 47, ich habe, glaube ich, die letzten 20 Jahre nicht geweint. Ich wüsste gar nicht, warum ich weinen sollte oder so. Ernsthaft? Also es tut mir sehr leid, wenn du keine Tränen vergießt. Ich habe vorgestern mit meiner Freundin ein 7 Leben mit Will Smith geschaut. Also 7 Pounds auf Englisch, glaube ich, heißt er. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Das ist ein so schöner Film. Und habe ich mich dafür geschämt, für meine Tränen? Nein.
ich selbst sage das hier und ich bin mir bewusst, dass es gleich wieder irgendwelche Pappenheimer unter dem Video kommentieren, oh, mein Mann weint nicht. Okay, wir können uns unterhalten, wem es am Ende seines Lebens besser geht, ja, wer mehr seine Emotionen im Griff hat. Der Fakt, dass wir glauben, dass wir nicht weinen sollten, weil das irgendwie was Weibliches wäre oder weil wir da nicht irgendwie maskulin wirken oder so, ist extrem kurz gedacht. Wir glauben ja, Frauen wollen nicht einen Mann, der weint. Nein. Frauen wollen keinen weinerlichen Mann. Und lass mich das umformulieren. Menschen wollen keinen weinerlichen Menschen um sich herum haben. Menschen wollen einen Menschen um sich herum haben, dem sie vertrauen können. Dem das Leben eine gewisse Herausforderung gibt und der sie meistern kann. Oder der auch entsprechend imstande dazu ist oder bereit dazu ist, zu wachsen, um es zu meistern. Und nicht beim kleinsten Wind umknickt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht emotional sein dürfen. Wenn wir eine Emotion ausschließen, zum Beispiel, dass wir traurig sind, so, weil wir haben irgendwie weggedrückt zu weinen, weil wir das nie von unseren Vätern gehört haben oder gesehen haben oder weil wir solche Bullshit-Sätze gehört haben, wie Jungen weinen nicht oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und dann stirbt irgendjemand, der uns nahesteht. Und dann sind wir nicht imstande zu weinen. Ich habe Männer, die das sagen, habe ich ständig im Mindset-Call. Einmal die Woche. Einmal im Monat, also der Mindset-Call findet einmal die Woche statt. Und einmal im Monat sagt irgendeiner, ich kann nicht weinen. Ich habe keinen Zugang zu meinen Emotionen. Oder irgendeine Variante davon. Ich habe ganz lange nicht geweint. Warum? Wenn wir eine Emotion wegschließen, wenn wir eine Emotion unterdrücken, zum Beispiel, weil wir gehört haben, wir sollten nicht weinen, weil unser Vater das nie gemacht hat oder gesagt hat, wenn du jetzt anfängst zu heulen, dann kriegst du noch eine oder sowas. Und uns dann sogar noch Gewalt angedroht hat und wir in ständiger Gefahr gelebt haben, dass wenn wir jetzt emotional werden, dass wir dann Ärger bekommen. Und das verknüpfen wir dann, das ist ein Trauma. Das verknüpfen wir dann mit dieser Emotion und dann unterdrücken wir das. Wir glauben dann, wir sind ein schlechter Mensch, wir sind kein Mensch, wir sind es nicht wert, diese Freundin zu haben oder eine Frau neben uns zu haben oder etwas Schönes zu haben, wenn wir emotional sind. Und dann werden wir entsprechend so, weil die einzige Emotion, die wir dann erlaubt sind auszudrücken, ist dann Dominanz und Wut und Hass und so weiter. Das ist eine richtig männliche Emotion, weil schau dich doch mal um in der Stadt, in deiner Stadt. Die Menschen, schau dir mal so Berichte von, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, Beispiel von, oder Berichte von nach Fußballspielen an. Wenn dann irgendwelche Hooligans wieder irgendwas randalieren und so weiter. Diese Menschen haben gelernt, dass nur Wut, das ist eine Emotion, die einzige Emotion ist, die sie ausdrücken dürfen. Und das dürfen sie ausdrücken, sie dürfen damit sich lebendig fühlen, indem sie was anderes kaputt machen. Und sei es eine andere Person. Nur dann fühlen sie sich lebendig, weil sie nicht gelernt haben, das gesamte Spektrum der Emotionen zu akzeptieren. Wenn wir eine Emotion wegdrücken, dann drücken wir alle weg. Und jetzt haben wir als Mann das gelernt, dass es das Nobelste ist, dann die einzige Emotion, die wir haben können oder die wir haben dürfen, ist dann entsprechend Wut. Und das dürfen wir rauslassen, indem wir prügeln. Und weil das Ganze ein Spektrum ist. Emotionen sind Wellenlängen. Das ist Energie, das sind Vibrationen. Das ist wie Licht, kannst du dir vorstellen. Und jetzt haben wir gelernt, dass wir keine Farben sehen dürfen. Ne? Also Licht sind Farben, ist Farben, Farben ist Licht. So, keine Ahnung, wie ich jetzt den Satz aufbaue, aber du weißt, was ich meine. Und jetzt haben wir, angenommen, du hast gelernt, dass du nicht die Farbe Blau sehen darfst. So, das darfst du nicht. Und dann bist du dir aber nicht sicher, okay, wenn ich jetzt die Farbe Lila sehe, da ist jetzt auch ein bisschen Blau drin. Das heißt, die ignoriere ich dann auch komplett.
Okay, und wenn ich jetzt die Farbe grün sehe, die geht ganz schnell ins Blau. Die ignoriere ich auch am besten. Und gelb ist das Gegenteil von Blau. Die gegenteilige Farbe, die kompositäre Farbe, heißt glaube ich, von Blau. Die ignoriere ich am besten auch, weil dann bin ich safe. Aber die einzige Farbe, die ich mir jetzt erlaube zu sehen, das ist Rot. Rot. Wut. Die darf ich sehen. Oder die erlaube ich, da habe ich das Ventil. Da darf ich es rauslassen. Emotionen sind wie Farben. Wir können nicht sagen, drück diese eine Emotion weg, weil dann drücken wir alle weg. Das macht keinen Sinn. Und wenn wir, also diese Männer, die nicht imstande sind, sich komplett traurig zu fühlen oder auch entsprechend ihre Trauer loszulassen, die, einige davon sind nicht mal imstande, Wut zu spüren. Einige davon sind nicht mal imstande, Freude zu spüren. Und diese Menschen sind dann extrem rational und verkopft und versuchen alles mit Logik zu lösen. Und philosophieren, rationalisieren über sämtliche Gefühlszustände. Aber das ist nicht, wie Gefühle funktionieren. Ohne Gefühle, ohne Emotionen, Gefühle und Emotionen sind nicht prinzipiell das Gleiche, aber ich benutze jetzt mal hier Synonym füreinander. Ohne Emotionen kannst du dich nicht mit jemand anderem verbinden, weil du erstmal nicht spürst, wie dieser jemand andere ist und weil du es nicht ausdrücken kannst emotional. Diese Menschen, die dann aber auch sehr verkopft sind, sind dann aber auch sehr empathisch, komischerweise. Warum? Weil sie wahrscheinlich als Kind einen Elternteil hatten, der unberechenbar war. Wahrscheinlich ein Vater, der seine Emotionen nicht im Griff hatte und dann ausgerastet ist, mal hier, mal da. Also entsprechend wie eine Droge. Was meine ich damit? Ein guter Drogendealer gibt dir mal guten, mal schlechten Stoff, sodass du mal ein gutes Hoch hast und mal ein weniger gutes Hoch. Das heißt, du weißt nie, wann es wieder kickt. Ja? Das ist eine Facette, warum wir süchtig nach Drogen werden. Und entsprechend die Wut dieses Elternteils, also der Vater, der zum Beispiel mal ausgerastet ist, wenn du zu spät nach Hause gekommen bist und das nächste Mal nicht ausgerastet ist, da hat er dich einfach ignoriert, was auch eine Form von Wut war. Aber nicht, weil er dich hasst, sondern wahrscheinlich war er wütend, weil er seine Autorität untergraben gefühlt hat und sich nicht gesehen hat, nicht ernst genommen gefühlt. Das heißt, geht auch nochmal tiefer von seinen Eltern aus. Oder entsprechend, er glaubte, dass du ihn, oder er hat sich entsprechend Sorgen gemacht, so das ist der andere Punkt, er hat sich entsprechend Sorgen gemacht, aber wusste nicht, wie er es dir zeigen kann. Und dann entsprechend hat er sich nur dann für Wut oder Ignorieren entschieden und dann entsprechend die Wut dann entsprechend passiv-aggressiv rauszulassen bei dir. Und du wusstest nie, wann er ausrastet. Das heißt, du bist immer auf Eierschalen gelaufen. Du musstest immer vorsichtig sein, immer deine Lautstärke anpassen, damit du ihn nicht störst, damit du bloß nicht den schlafenden Drachen wieder wächst. Das heißt, du wusstest nie, wann es wieder losgeht. Das heißt, du musstest etwas entwickeln, um dein Überleben zu sichern als Kind, um dein Überleben zu sichern und hast dann Empathie extrem ausgebaut. Und mit deiner Empathie bist du dann entsprechend schon, hast einen Sinn dafür entwickelt, Emotionen wahrzunehmen in jemand anderem. Noch bevor dieser Mensch überhaupt den Raum betritt oder bevor er irgendetwas sagt, du hast dann das Gefühl, du sagst dann wahrscheinlich Sätze über dich wie, ja, ich bin extrem empathisch. Und nimmst das dann wahrscheinlich auch als eine Art von Bürde und als Erklärung dafür, warum du dann oft in der Freundschaftszone landest oder immer der Nice Guy bist und so weiter. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber du bist in einer Situation aufgewachsen, wo du entsprechend nicht gelernt hast, deine Emotionen zu spüren und dann entsprechend auch deine Emotionen nicht rauszulassen, weil du kein Vorbild hattest, das getan hat und entsprechend, weil dieses Vorbild vielleicht sogar sehr unberechenbar war.
Das heißt, die einzige Lösung für dich war, Emotionen komplett abzukapseln, wegzurationalisieren, weil nur dann hat die Welt für dich Sinn gemacht. Und deswegen ist Jungen weinen nicht und ein Indianer kennt keinen Schmerz eine extrem große Lüge, die dein Selbstbewusstsein zerstört hat. Du darfst weinen, du darfst Emotionen haben, du darfst Schmerz spüren. Schmerz ist ein Zeichen deines Körpers, um dich auf etwas aufmerksam zu machen. Ist körperlicher Schmerz, müssen wir nicht groß viel drum reden. Wenn du einen Splitter im Fuß hast, dann heißt es, signalisiert dir dein Körper, nimm den mal raus. Wenn eine Beziehung beendet ist und du immer wieder den gleichen Schmerz hast und es fühlt sich so an, als ob sich dein Herz rausgerissen gefühlt hat und was auch immer und du fühlst dich so allein gelassen und so weiter, so dieser Schmerz, der immer wiederkehrt, dann ist das dein Körper, der dir zeigt, du musst mal was daran tun. Es ist okay, traurig zu sein, wenn eine Beziehung zu Ende geht oder wenn jemand aus dem Leben scheidet, aber davon komplett zerstört zu sein, ist wahrscheinlich ein nicht reguliertes Trauma. Und daran wünsche ich dir von Herzen, dass du daran arbeitest. Aber wir haben noch zwei weitere Lügen. Und die Lüge Nummer 4. Man könnte meinen, dass diese Lüge, die du gehört hast, die dein Selbstbewusstsein zerstört hat, irgendetwas mit, keine Ahnung, deinem Lieblingsfußballclub zu tun hat, während du in der Halbzeitpause dir zum Imbiss gehst und dir ein Bier holst und eine Wurst. Aber nicht nur eine Wurst, sondern noch eine Extrawurst. Ja? Der Satz lautet entsprechend, du willst immer nur eine Extrawurst haben oder du willst schon wieder eine Extrawurst haben. Warum ist das eine Lüge? Warum ist dieser Satz so gefährlich für dein Selbstbewusstsein? Wir lernen damit, dass wir nicht Grenzen setzen dürfen. Dass es nicht von uns erwünscht ist, Grenzen zu setzen. Und zwar von den Menschen, die das sagen. Wer sind die Menschen, die das sagen? Wenn ich mich zurückerinnere, wer war das? Das waren hier und da meine Eltern. Das war meine Schwester. Das waren aber auch Freunde. Das waren nicht unbedingt Lehrer. Weil die haben mir sowieso einfach die ganze Zeit Befehle gegeben, so wie Lehrer dann entsprechend damals so waren. Ich weiß nicht, wie sie heute sind. Also kein Hate gegen Lehrer. So. Damals war eine andere Zeit. Ja. Aber diese Extrawurst, das kennst du bestimmt auch. So. Du willst immer nur eine Extra oder du willst schon wieder eine Extrawurst haben. Das, je nachdem, wer das zu uns sagt oder auch entsprechend, wer wir selber sind und wo wir unser Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl sehen, nimmt uns dieser Satz unsere Individualität. Er sagt uns, wir dürfen keine eigenen Wünsche haben, wir dürfen keine Grenzen setzen und wir dürfen nicht zu dem stehen, was wir möchten. Weil das wäre eine Extrawurst, das wäre etwas so. Also im Prinzip sagt dieser Satz, guck mal, der Michael, der war okay mit Pommes und Wurst. Aber du willst Pommes, Wurst und eine Extrawurst. Dieser Satz sagt aus, guck mal, Michael kann das ja auch. Oder Michael hatte keine Angst davor. Oder Michael hat das so schön gemacht. Michael ist so ein stiller Junge. Warum du nicht? Dieser Satz sagt auf einer Ebene tiefer aus, mach das so, wie wir dir sagen oder wie andere das machen, sonst haben wir dich nicht mehr lieb, sonst gehörst du nicht mehr dazu. Und dann wundern wir uns mit Mitte 30, wie viele meiner Teilnehmer, dass sie keine Grenzen setzen können. Dass sie nie gelernt haben, Grenzen zu setzen, weil Grenzen setzen immer damit gleichgesetzt wurde, dass es nervig für andere ist. Und wenn wir das hören zu einer Zeit, wo wir selber noch unseren Platz in dieser Welt finden, das heißt als Kinder, Jugendliche, und dann hören, du willst immer nur eine Extrawurst haben und dass es nervig ist, dass wir Grenzen setzen wollen,
dann setzen wir keine Grenzen mehr, weil wir dann sonst fürchten, nicht mehr dazuzugehören und unseren Platz nicht mehr zu finden und vor Einsamkeit zu sterben. Eine so große Lüge. Nehmt euch mehr Extrawürste, besteht auf Extrawürste. Ja? Auch für die Veganer unter euch. Gerade auch so die Kultur heutzutage, und ich behaupte, dass es mit Subway angefangen hat. Subway ist nicht der Sponsor dieses Podcasts jetzt oder so, aber ich glaube, dass es mit Subway angefangen hat, dass wir unser eigenes Sandwich plötzlich belegen konnten. So, wir reden gerade über Fast Food. Und wir waren es gewohnt, okay, es gibt halt ein Happy Meal. Okay, es gibt halt diese Burger. Okay, es gibt halt einfach ein vorgefertigtes Menü. Und dann plötzlich kommt ein Laden und du sollst dein eigenes Sandwich belegen. Das war extrem ungewohnt. Aber das war der Beginn, glaube ich, von Individualismus. Plötzlich haben wir gelernt, dass wir unsere eigenen Wünsche haben dürfen. Unsere eigenen Grenzen, oder was Grenzen setzen dürfen halt noch nicht. Aber dass unsere Wünsche erfüllt werden. Das führt dann wahrscheinlich heute dazu, ohne jetzt gerade so viel soziologisch zu werden, dass die aktuelle Generation so wenig Stress aushält und nicht lernt, unangenehme Situationen durchzustehen, dass sie ganz andere Probleme haben wird. Aber wir sind trotzdem aufgewachsen, und das geht halt so tief, weil das eine Form von, entsprechend auch von Schock und Trauma ist, dass wir nicht gelernt haben, Grenzen zu setzen, weil wir entsprechend keine Extrawurst haben wollten. Wir wollten nicht für jemand anderen eine Bürde sein, dass er etwas macht für uns. Dass er etwas, dass jetzt jemand mehr Arbeit hat, weil wir etwas möchten. Oder dass es für jemanden etwas unbequemer ist. Lieber gehen wir die Unbequemheit ein für eine längere Zeit, als zu sagen, ich hätte gerne das. Und dann ist es immer noch eine Sache der Kommunikation, um herauszufinden, ob das möglich ist, was wir gerade haben wollen oder nicht. Und dann lernen aber manche Menschen, Grenzen zu setzen. Und dann lernen sie, die Grenzen ganz hart zu setzen. Bis hierhin und nicht weiter, wie ich es auch vor einigen am Anfang des Podcasts gesagt habe. Aber der Fairness halber ist, das ist nicht so, wie wir Grenzen setzen. Bis hierhin und nicht weiter. Das ist, im Prinzip kannst du dir das vorstellen, jemand, der gelernt hat, dass er keine Grenzen setzen darf, der hat nie gelernt, Nein zu sagen und sagt entsprechend immer Ja. Und dann lernt er, Nein zu sagen. Und dieses Nein hat dann eine sehr starke Nein-Energie. So, das Beispiel wäre, so, du hast nie gelernt, zu deinen Bedürfnissen zu stehen, deine Grenzen zu setzen, und hast dann so, dein Chef hat dich gefragt, kannst du heute ein bisschen länger bleiben? Und deine Antwort, obwohl du es nicht wolltest, war dann, ach, ja, okay. Obwohl du was vorhattest, das sagst du ihm aber nicht mal. Ja, okay, dann ist es halt so, muss ich halt Überstunden machen. Und dann gehst du die Unangenehmheit ein, um dann dein Treffen zu verschieben oder sowas. Oder du hast jemanden zu Hause, der auf dich wartet, und musst dann schon wieder sagen, also ich komme später, sorry. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann Stress, weil du halt nicht zu dir stehst, weil du keine Grenzen gesetzt hast. Und dann lernst du plötzlich Grenzen setzen. Und dann ist dieses Grenzensetzen halt, wie gesagt, mit einer gewissen Form von Nein-Energie. Und dann kommt dein Chef und sagst du, oh, hier, Matthias, kannst du heute, du musst heute ein bisschen länger bleiben. Und du sagst Nein. Und ich möchte auch nicht mehr gefragt werden. Das reicht jetzt mal langsam, dass ich immer länger bleiben muss. Das ist eine sehr harte Aussage, eine sehr streitprovozierende Energie auch, die du da mitbringst. Diese Nein-Energie ist nicht so kommunikativ, ist sehr gewaltsam entsprechend. Und dann mit der Zeit lernst du, dass du Nein sagen kannst mit einer Ja-Energie. Das Beispiel wäre dann, also erstmal diese Nein-Energie gibt dir wahnsinnig viel Leben plötzlich, weil du nicht mehr von einem Punkt der Apathie kommst, von okay, das Leben passiert über mir und nicht für mich, sondern das Leben passiert mir einfach so, ich habe da keinerlei Kraft und keinerlei Mitspracherecht, und dann plötzlich lernst du Nein sagen und fühlst plötzlich dich bemächtigt dazu, das zu tun. Und dann lernst du, es fühlt sich besser an, als einfach immer nur Ja zu sagen, deswegen wirst du dann wahrscheinlich sehr süchtig danach. Dann lernst du aber ab einem gewissen Punkt, nach den ein oder anderen Rückschlägen und nach den ein oder anderen
sehr langen Argumentationen und Streits, die du hast, dass du auch Nein sagen kannst mit einer Ja-Energie. Das wäre dann so, dass dein Chef dann zu dir kommt und sagt, du Matthias, du musst heute ein bisschen länger bleiben. Und deine Antwort ist, ich kann heute nicht länger bleiben. Das wäre cool, wenn du mir das nächste Mal ein bisschen früher sagst, aber ich habe einen Termin. Vielleicht finden wir eine Lösung dafür. Das ist Nein mit einer Ja-Energie. Du bist bei dir geblieben und im Prinzip ist alles cool und hast dich ausgedrückt, aber also du hast deine Grenze ausgedrückt und bist auch einen Schritt auf ihn zugegangen, hast Hilfe angeboten und bist aber auch nicht an die Decke gegangen. Ja? Das ist Nein mit einer Ja-Energie sagen. Alles cool. So, es wurden Sachen ausgesprochen in einer normalen, oder was heißt einer normalen, in einer verbindenden Tonalität und mit verbindenden Worten. Und dann passiert aber auch etwas Magisches. Jemand, der halt wirklich gelernt hat, Grenzen zu setzen, der das in sich vereint hat. Jemand, der halt sein Leben lang Ja gesagt hat und dann durch diese zwei Neins durchgegangen ist, sagt plötzlich vermehrt Ja. Auch wenn er das nicht möchte. Also auch wenn er die Sachen nicht möchte. Aber er möchte Ja sagen. So, Beispiel. Chef sagt, Matthias, du musst heute länger bleiben. Und du sagst, ja, okay, ich verstehe, warum du mich brauchst, Chef. Ich muss ein paar Telefonate führen und dann kriegen wir das hin. Beim nächsten Mal sag mir das bitte 2 Tage vorher, damit ich planen kann. Aber wir kriegen das jetzt hin. Obwohl du an dem Tag vielleicht nicht konntest, hast du gesagt, so, ich weiß, du brauchst mich, ich bin für dich da, wir kriegen das hin und ich bin bereit, gerade hier für mich persönlich diese Rückschritte zu machen. Grenzen zu setzen, Grenzen sind nicht harte Mauern. Grenzen sind, ist eher wie so ein Vorhang. Ja, so ein Vorhang vor der Bühne. Das ist eine gute Grenze. Da weiß das Publikum auch, da geht es nicht lang. Das Publikum weiß auch, dass es nicht durch die Wand gehen soll. Ja? Aber das Publikum weiß auch entsprechend, es soll nicht durch den Vorhang gehen. Und der Vorhang ist eine sehr, sehr weiche Grenze. Eine sehr weiche, es geht einmal vor Richtung Publikum und einmal Richtung Bühne, so, weil es so gewellt ist. Ja. Das ist eine gute Grenze. Grenzen sind ein Miteinander, keine harte Grenze. Grenzen sind nicht Ego, Grenzen sind dafür da, um zu verbinden. Ja. Eine Grenze ist keine Mauer, eine Grenze ist ein Vorhang. Da habe ich, glaube ich, noch nie so gehört. Ihr dürft mich gerne zitieren. Und bevor wir jetzt zu Lüge Nummer 5 kommen, die dein Selbstbewusstsein zerstört hat, ich habe noch überhaupt nicht gesagt, wie du mit uns zusammenarbeiten kannst, wo du uns findest. Aber du hast wahrscheinlich die vorigen Folgen gehört und so weiter und bist nicht neu hier. Wenn du es bist, dann geh auf flirtanalyse.de. Da sprechen wir miteinander. Das ist ein 1:1 Gespräch, wo wir entsprechend schauen, welcher Flirt-Typ du bist, welche Herausforderungen du hast und wie du entsprechend von deinem Punkt A, dir geht's nicht so gut, du hast nicht den Erfolg bei Frauen, den du möchtest, zu Punkt B kommst auf schnellstem Wege und vielleicht sogar mit unserer Hilfe, je nachdem, ob es passt, entsprechend, ob du zu uns passt, ob wir zu dir passen. Und dann entsprechend, das muss ja auch ein gutes Ding sein, also wir müssen auch ein gutes Team sein, wir coachen auf Augenhöhe, wir sind keine Gurus, die von oben herabschauen und sind entsprechend nicht das, was ich gerade hier beschrieben habe mit all den Lügen, was du entsprechend aus deiner Schulzeit kennst und so weiter, sondern das passiert auf Augenhöhe. Wir bringen dich dahin, du kennst all die Resultate, über die wir schon tausendfach geredet haben, hör dir die anderen Folgen an, schau dir die anderen Videos an und dann findest du es. Aber wenn du mich einmal live erleben möchtest, dann hast du die Chance am 6. bis 8. Oktober bei unserer FMC Live, das ist unsere Live-Veranstaltung, die demnächst wieder im Oktober entsprechend in Frankfurt am Main stattfindet, wo wir innerhalb dieser 2 Tage, also entsprechend am Samstag und am Sonntag, dir deinen Flirterfolg einmal auf den Kopf stellen. Und zwar so auf den Kopf stellen, dass es dann auch entsprechend erfolgreich für dich wird. Und ich werde auch beim nächsten Mal dabei sein und ich habe mir schon einiges Feines ausgedacht, um gewisse Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze in dir im Handumdrehen zu entfernen. Und das kannst du tun. Du kannst da dir dein Ticket sichern. Die Tickets sind begrenzt und sind schon einige weg. Und du kannst dich eintragen dazu auf
andyfriday.de/Liste. Das ist gerade unsere Seite, wo du dich einträgst, entsprechend mit deiner E-Mail-Adresse, und dann bekommst du zeitnah eine E-Mail geschickt, um entsprechend dann dein Ticket zu sichern. Die ersten Tickets, die schon weg sind, sind entsprechend schon herausgegeben an die Männer, die bei uns in der Flirt Masterclass sind, das heißt, die im aktiven Coaching sind. Die bekommen natürlich zuerst die Chance, die Plätze zu füllen, und dann entsprechend alle anderen. Ja, so, das war der Werbeblock. Und damit machen wir weiter mit Lüge Nummer 5. Und der Podcast wird schon wieder viel zu lang, wie der letzte Podcast, den ich aufgenommen habe. Die 5 Zitate, die dein Selbstbewusstsein stärken, falls du ihn noch nicht gehört hast. Hör da rein, ist, glaube ich, vor 4 oder 5 Folgen passiert. Aber die 5. und letzte Lüge, die ich jetzt hier ansprechen möchte, ist eigentlich meine Lieblingslüge. Sie ist so, weil sie so lustig einfach. Das macht man nicht. Ja, das hast du bestimmt schon hier und da gehört, irgendwie als Kind, wenn du dir irgendwie die Nase am Ärmel abgeputzt hast und so weiter, bis hin zu anderen Sachen. Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein. Aber das macht man nicht. Es geht mir dabei ganz besonders um das Mann. Das macht man nicht. Wer ist dieser Mann? Dieses Mann. Wir sagen ganz oft dieses Wort Mann, wenn wir verallgemeinern wollen. Ja, natürlich. Ist eine Generalisierung. Menschen machen das nicht. Okay. Und weil ich ein Mensch bin, soll ich das jetzt entsprechend auch nicht machen. Oder weil ich Teil einer funktionierenden, gut geölten Gesellschaft sein möchte, soll ich das jetzt auch nicht machen, oder was? Und da kommen wir vielleicht schon ins Stocken. Weil, was ist mit dir als Person? Was möchtest du denn? Nur weil man das nicht macht, heißt das nicht, dass du das nicht machst. Wir haben ganz oft entsprechend, und das fällt mir sehr oft in den Live-Coachings auf, die wir einmal im Monat haben, wo du dich auch entsprechend eintragen kannst, und dann können Andi und ich dann live deine Frage beantworten. Ist ein Live-Seminar, das wir entsprechend einmal im Monat für 2 Stunden halten, auf einem Sonntag, immer der erste Sonntag im Monat oder häufig. Und oftmals, wenn die Männer da ihr Problem erklären oder erzählen, dann sagen sie oft an Stellen, wenn sie etwas möchten, wenn sie entsprechend darüber berichten oder die Frage formulieren von einer positiven Zukunft, dann sagen sie zum Beispiel solche Sätze wie, ja, dann wünscht man sich schon eine Freundin an seiner Seite. Mann oder du. Oder sie sagen das auf anderer Seite, ja, man ist da dann auch sehr, sehr überfordert in diesen Situationen. Oder man weiß dann auch nicht, was man dann der Frau sagen soll. Mann oder du. Wenn ich da ein wenig extremer reingehen würde, dann würde ich sagen so, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist, um zu sagen, dass ich nicht weiß, was ich einer Frau sagen sollte? Was glaubst du, wer du bist, wenn du sagst, dass ich auch nicht weiß oder ich auch überfordert bin in der Situation? Das weißt du nicht. Natürlich meinst du das damit nicht. Das ist eine sogenannte Dissoziation, und das ist eine Strategie unseres Gehirns, um entsprechend nicht in diese Situation hineinzugehen, die uns Schmerzen verursacht. Zum Beispiel, ja, man ist da überfordert in der Situation, oder man weiß nicht, was man der Frau dann sagen soll. Das ist unbequem. Da gehen wir nicht gerne rein, und unser Gehirn dissoziiert sich dann gerne dann für uns, anstatt zu sagen, ich. So, das tut schon weh. Vergleich das mal, wenn du sagst, man weiß nicht, was man dann der Frau sagen soll. Und dann sag mal, ich weiß nicht, was ich dann der Frau sagen soll. Ich setze dich in den Fahrersitz des Ganzen. Ich mache das persönlich. Mann macht es extrem unpersönlich. Wir müssen dann keinen Schmerz fühlen. Aber wenn ich sage, ich fühle mich dann überfordert, dann habe ich auch die Verantwortung darüber. Und dann habe ich den Schmerz. Das ist die eine Seite der Dissoziation. Die andere Seite der Dissoziation ist dann entsprechend, wenn wir über positive Dinge sprechen, von unseren Wünschen sprechen. Zum Beispiel, wenn die Männer dann sagen, ja, man wünscht sich dann schon eine Frau an seiner Seite. Diese Dissoziation ist häufig der Fall, oder nutzen Männer, diese Männer, oder entsprechend du vielleicht auch häufig an der Stelle, wenn du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass du das möchtest, dass du das jemals erreichst. Oder, und das ist sehr wahrscheinlicher, wenn du gelernt hast, dass du nichts Schönes in deinem Leben haben darfst, weil du darauf gehört hast, dass man das nicht macht. Wenn wir darauf hören, man macht das nicht, wer auch immer das zu uns sagt,
und wir dann nicht machen, so entsprechend dieser Regel Folge leisten, dann sind wir entsprechend wieder, lassen wir wieder die Kirche im Dorf. Ja, wir reihen uns wieder ein. Wir sind dann wie der Tetris-Stein, der genau in die Lücke passt und dann die ganze Reihe verschwindet. Wir sind nicht der Tetris-Stein, der ein Pixel nach links wandert und plötzlich diese Reihe kaputt macht und dann stört. Ja? Das wollen wir ja nicht sein. Aber das darfst du sein. Du darfst anecken. Es ist mir völlig egal, ob man das nicht macht. Du machst das. Oder nicht. Ja, also je nachdem, worum es geht. Und diese Kontrolle wieder über dein Leben zu übernehmen oder generell das vielleicht das erste Mal die Kontrolle über dein Leben zu nehmen und zu sagen, ich stelle mir vor, wie ich eine schöne Frau an meiner Seite habe. Oder auch auf der negativen Seite zu sagen, ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich weiß nicht, worüber ich mit ihr sprechen soll. Erst wenn du die Kontrolle übernehmen kannst, die Verantwortung übernehmen kannst über dein Leben, kannst du auch etwas ändern. Und erst wenn du dich selbst in den positiven Situationen siehst, kannst du auch diese Situationen erreichen, kannst du auch diese Ziele erreichen. Wenn sie einfach dissoziiert bleiben, indem du sagst, man stellt sich vor, wie man dann mit seiner Freundin vorm Kamin sitzt, wirst du niemals diese Situation erreichen. Weil du das nicht bist in dieser Vorstellung. Das ist irgendjemand. Irgendjemand stellt sich das vor. Irgendjemand sitzt dann mit seiner Freundin da. Nicht du. Und das ist unbequem, ich statt Mann zu sagen. Aber genau das ist das, was du tun darfst. Wenn du möchtest. Wer bin ich schon, um dir das zu sagen? Du bist du. So. Das waren die 5 Lügen, die dein Selbstbewusstsein zerstört haben in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Woche. Oder wir hören uns, wenn du den Podcast hörst.